Damen und Herren, da sind wir wieder auf der Metropole, auf der Karte Metropole. Ja, ihr wisst ja, ne? Jo, wir fahren jetzt die Linie 222 und zwar mit dem Bus, den mir Emanuel hat zukommen lassen. Danke dafür. Jo, und wir gucken gleich mal rein und wir sehen, da drüber ist es weg. Juhu! Da drüber kann dann keiner mehr auf den Sack gehen hier. Komm. Ja, komm. Vielleicht mal hier die Heizung anschmeißen hier. Kalt geworden. So. Ja, wie gesagt, da drüber ist raus. Er hat etwas andere Blinker-Sounds. Ne? Und, ja, was war noch? Keine Ahnung. Ich hab mich da noch nicht so groß. Wie gesagt, auf jeden Fall ist da drüber raus. Ja. Beim Solo sowie bei mir Lenk. Einzige, was da, wie gesagt, ist, er hat halt den Dingsmod nicht mehr reingepackt. Den Texturmod, sondern nur hier ja, Solaris freigegeben, hier ne, den Doorglas und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ansonsten, wie gesagt, Jerome, schreib mir einfach unter diesem Video, was du alles verändert hast. Dass man da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen kann in einem anderen Video. Und wir lassen jetzt erstmal die Fahrgäste rein. Können eigentlich auch gleich mal die Uhrzeit vorstellen. Weil wir hier zügig vorankommen. 9.30 Uhr ist Abfahrt. Ah, klar, machen wir 29 oder so. Ja, machen wir 28. Ja, 29. So. Okay, jetzt werden wir nochmal geentert hier. Jo, den Funkbot hat Emanuel mit eingebaut. Bei dem schönen Wetter kann ich den ganzen Tag rumfahren. Könnten Sie mir bitte eine Tageskarte geben? Na, aber. Hallo, ich möchte gerne eine Fahrkarte haben. Na, hast du doch, bitteschön. Ein Kinderticket. Bitte. Danke, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, merkt ihr das? Einmal Preisstufe A, bitte. Schlafen wir gleich ein, oder was? Danke. Bitte! Schnarch. Junge, 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 Junge. Leute, gibt das hier. Die eine Jüre nennt dich Bruder, die andere, der eine kommt hier nicht aus Knick mit Labern. Hervorragend. So. Den musst du scheinbar alles aus der Nase ziehen. Dem Kind. Aber in dem Alter schon ein Stimmbruch? Junge, Junge, da würde ich aufpassen, du. Da stimmt was nicht. So, dann müssen wir gleich mal Q drücken, ne, damit die Ansage kommt, damit das automatisch weiterläuft hier. Sonst funktioniert nämlich gar nichts. Freiheit. Genau. Die Freiheit. Jo, die Matrix hat der Emanuel mit eingebaut. Die gibt im Omsi-Forum. Die schöne, gute Matrix. Aber. Wie gesagt, die Matrix wurde ja gefixt von Grizzly. Dass er da wohl nicht mehr falsche Buchstaben, irgendwelche Buchstaben anzeigt, die da nicht hinhören. Das hat der ja eben, der liebe Grizzly ja auch gefixt gehabt. Im ersten Patch soll ja wohl demnächst noch einer kommen. Wie gesagt, Grizzly nimmt sich das wenigstens zu Herzen. Ne? Ist auch Gott sei Dank nicht so kritikresistent wie andere Herrschaften, auf dessen Karte wir gerade fahren. Nicht? Kennen wir ja alle.
So. Na, wenigstens ist jetzt hier nicht mehr so zugestaut. Hat ja doch was gebracht, die KI ein bisschen zu reduzieren hier. Keine Lust hier 3 Stunden nur rumzustehen. Bringt so viel im Let's Play vor allem. Vorsichtiger Busfahrer. Kannst du auch mal ein bisschen schneller reden? Ach, der Herr selbst persönlich. Na, hier hast du dein scheiß Ticket und verpiss dich. Komm, pfeif dich. Königswiese. Nächste Haltestelle. Königswiese. Nö, warum soll ich die Heizung anmachen? Zieh dir was Wärmeres an, dann ist sie auch nicht kalt. Nein, hast du. Kann auch gleich mal euch mal alle wieder rausschmeißen, weil haltet dann davon, wenn ihr nicht die Fresse haltet. Wäre doch mal, ne? Eine Idee, oder? Dann einfach mal Betriebsratschilder. Drei Stunden später, wir stehen immer noch an derselben Ampel. Nordbahnhof. Könnten Sie vielleicht die Heizung anmachen? Guten Tag. Ich könnte, mache ich aber nicht. Nächste Haltestelle, Debrinzstraße. Oh mein Gott, fand ich scheiße. Jo, Lilly, danke. Erwachsenen-Ticket, bitte. Hallo. Jo.
Nächste Haltestelle, Biele. Tag. Mhm. Geh bloß nach hinten. Alter, wenn ich die Stimme schon höre, kommt mir kalt den Kaffee wieder hoch, Alter. Kommt mir wieder eiskalt der Kaffee hoch. Lessingstraße. Naja, hier wollen sie wenigstens noch aussteigen. Am besten steigt alle aus. Was hat er dann davon? Wäre doch mal eine Idee, oder? Ich find schon. Nächste Haltestelle, Bahnübergang. Tja, zu spät gedrückt. Pech, musste hier aussteigen. Nächste Haltestelle, Valentinstraße. Nächste Haltestelle, Edmundsweg. Jojo, der Edmundsweg. Ey, wie sie so losfahren, ist Weihnachten, Alter. Na, Ömchen. Guten Tag. Guten Tag, ja. Also verändert hat sich hier nicht viel. Dachte, er hat ja eigentlich überarbeitet, aber fällt mir nicht so ins Auge bis jetzt. Jungs, ihr dürft fahren, ist grün. Alter, wisst ihr, so losfahrt, ist Weihnachten, ey. Nächste Haltestelle, Polsum Ehrenmal.
Pulsum. Achso, jetzt hat er hier die Straße zugemacht. Konnte man nicht in Gladbeck 2016 da quer durch? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich mal, konnte man da nicht so quer lang abbiegen? Ich weiß, das ist eine Steinten, guckt ein Backdrop. Hatte Backdroppe, 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 ein Drops, ein Drops. Wir dropsen. Der Drops ist hier lutscht. War das nicht so? Ja, ja, der Drops ist hier lutscht. Nö, ich fahre wie ich will. Damit man mal klar ist hier, nicht? Ich fahre so wie ich jetzt gewohnt bin. Nächste Haltestelle, Kirchstraße. Guten Tag. Ein Kinderticket. Bitte. Danke, sagt man. Das kennt ihr hier auch nicht mehr. Bitte, danke. Doch, bitte, hat sie ja gesagt. Okay. Nächste Haltestelle. Lenenkampstraße. Na komm, die grüne Ampel schaffen wir noch. Okay, hier will auch keiner ein- und aussteigen. Sehr schön, können wir weiterfahren. Haben zwar 2 Minuten, also knapp 2 Minuten Verfrühung, aber egal. Interessiert nicht. Nächste Haltestelle, Hildenort. Da steht auch keiner. Na, so lässt sich doch entspannt Bus fahren, Mensch. Oh, Klosterstraße, möchte jemand aussteigen und einsteigen. Nächste Haltestelle, Klosterstraße. Guten Tag. Ja.
Freentrupper Straße. Warum soll ich vorsichtiger fahren? Wozu? Hey Leute, hä? Wozu? Guten Tag. Geht hier nicht nach euren Wünschen, ey. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Wie sagt man so schön, das Leben ist kein Ponyhof. Also. Nächste Haltestelle am Volkspark. Wenn auch ihr wollt aussteigen, na dann, viel Spaß. Im Park. So. Na, Kevin geht in den Park. Na, dann gehen wir fein in den Park spielen, Kevin. Jo. Nächste Haltestelle, Hochstraße. Na, was denn noch? Wo rennen die denn hin? Wahrscheinlich wieder quer durch den Bus, wa? Wo sind die hin? Die sind doch Fahrgäste ausgestiegen. Okay, dann halt nicht. Wie liegt jetzt da Chance, ne? Ui! Ja, ich weiß, Lilly. Nächste Haltestelle, Lessingstraße. Hallo. Ein Erwachsenenticket bitte. Jawohl. Dankeschön. Bitteschön. Nächste Haltestelle am Theater. Steht da eigentlich noch diese komische Truppe? Ja. Jetzt hat er sich selbst eingesetzt. Ach nee, jetzt hat er Kevin. Ja. Wer ist sie denn? Das ist aber nicht seine Chantal. Das ist jemand anders. Das war die Vor-Chantal. Ah ja. Leute, ich hier, ey, hallo. Sind ich, Sie eingenickt? Ja. Bei deinen langsamen Reden kann man nur einschlafen, Junge. Danke. Ja, bitte.
Nächste Haltestelle. Sickingmühler Straße. Dum 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 dum. Jo jo. So. Hier war ja gleich in der Ghetto. Nächste Haltestelle, Marie-Mitte. Weiß zwar nicht, warum die Ampel hier eine Bus, warum hier eine Busampel steht. Ist da eh nie was los. Kommen da nicht 100.000 Busse mit immer raus hier aus der Straße. Sie doch mal bitte vorsichtiger Busfahrer. Nö, warum sollte ich das tun? Was ist denn hier die Kackhaltestelle? Hier oder was? Alter, will der mich jetzt... Was ist denn? Wo ist denn hier die Halte? Doch, hier vorne. Okay, fahren wir halt nochmal eine Runde rum. Was Spaß macht. Wer nicht will, der kann nochmal und so, ne? Wer nicht hat und so, ne? Fahren halt nochmal hier. Kreisfahren hier. Einmal rum und mal Mitte. Busbahnhof hier. Einmal rum hier. Jawohl, was Spaß macht. So. Jawohl. Wieso verdrücke ich eigentlich mal F2 statt F3? So, meine Lieben. Da sind wir angekommen in Marl-Mitte. Das war die Linie 222. Also wie gesagt, hat sich nicht viel verändert. Wurde vielleicht ein paar Straßentexturen, aber das wartet auch. Also ihr konntet da nichts Neues entdecken. Vielleicht konntet ihr ja was Neues entdecken. Ja,
Ich sag da mal Tschüssikowski, bye bye und bis zum nächsten Mal, euer Lumpi.